Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute werden wir unsere Weekend League Rewards ziehen. Ich habe in der letzten Woche leider nur Gold 3 geschafft. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Rang ihr erreicht habt und unbedingt auch, was ihr dann aus diesen Packs gezogen habt. Wir haben hier auf jeden Fall zwei 35k-Sets, ein 50k-Set und dann dazu noch Münzen, die wir hier bekommen. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze einfach mal und wir beginnen mit einem 35k-Set. Come on, da kann schon mal was Gutes drin sein. Es ist kein Leinwandspieler. Oh mein fucking Gott. Wie kann in so einem Pack kein Leinwandspieler drinnen sein? Es ist nur Brooks von Wolfsburg und das ist verdammt schlecht für den Start. Also wie gesagt, schreibt mir rein, was ihr gezogen habt. Ich hatte bis jetzt noch kein Pack. Luck. Wir packen alles in den Verein und dann ziehen wir auch schon direkt die nächsten beiden Packs. Leute, 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 das muss besser werden. Ja, womöglich ist dann im 50k-Set noch was Gutes drinnen. Come on. Nächstes 35k-Set. Es ist ein Leinwandspieler. Das war jetzt aber auch echt dringend nötig. Und es ist Portugal. Boah, Alter. Ich habe kurz Herzflattern bekommen, aber ja, im Endeffekt denkt man sich dann eh so, wenn es LF wäre, dann wird eh wieder nur Nani kommen, aber Leute, immerhin ein Leinwandspieler könnte man sagen, dazu noch Kimmich und Shaw, ja, aber Leute, ein 83er im 35k-Set, das ist echt verdammt schlecht, wenn man sich umrechnet, kostet so ein Pack über 7 Euro, wenn man es mit FIFA Points öffnen würde, also von dem her, ja, also es kann schon echt besser werden. Und komm, ich lasse euch nicht mehr lange warten. Wir öffnen einfach das 50k-Set. Come on, da muss ein Leinwandspieler drin sein. Und so ist es auch, come on. Bitte, 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 bitte. Italien, LF Insigne, okay. 85er, I'll take it, würde ich jetzt mal sagen. Aber richtig, richtig gut ist es jetzt leider auch nicht. Es ist nicht richtig, richtig gut. Ich dachte vielleicht Innenverteidiger Chiellini, das wäre schon wesentlich nicer gewesen. Schade, es kann natürlich hier dann auch so ein Mbappé oder so warten. Also das ist auch ganz klar. Oder ein Martial oder so. Ist leider nicht der Fall. Insigne haben wir hier gezogen. Der kostet aber, denke ich, nicht wirklich viel. Naja, immerhin 10.000 Münzen. Fährmann ist dann auch nochmal so seine 3.000 Münzen oder so wert. 3, 4, 5.000 sogar im Moment. Dann Jonas ist ein weiterer 83er. 83er und 84er unbedingt behalten. 82er auch. Denn die werden wieder steigen, wenn wieder passende SBCs kommen. Und dann ziehen wir auch noch Kimmich. Den packe ich jetzt mal auf die Transferliste. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Spieler oder welche Spieler ihr gezogen habt. Was war einfach in euren Weekend League Rewards drinnen. Und damit war es das mit dem Video, Leute. Morgen kommt auf jeden Fall dann noch der erste Weekend League Stream. Und ja, am Samstag gibt es dann auch nochmal einen etwas längeren Stream-Marathon. Und dann war es das mit dem Video, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.